Ja, genau. Das Problem mit modernen Akkus ist nämlich, wenn man die auf 100% konstant lädt, wie es ja viele machen, die stecken ihr Handy einfach nachts an den Nachttisch auf das Ladegerät und dann passt das, dann verliert der Akku mit der Zeit an Kapazität. Und dann nach einem Jahr geht das Handy auf einmal im Laufe des Tages direkt leer, ohne dass man eine Chance hat, das bis zum Ende des Tages zu benutzen. Und unsere Lösung dafür ist, dass wir jetzt das Handy kontrollieren lassen, wann es laden will und wann nicht. Das tut es, indem es selbstständig über eine Funksteckdose den Strom an- und ausschaltet. Meine Aufgabe war hierbei, die Kommunikation zur Funksteckdose zu sichern. Dafür habe ich die ursprünglichen Codes der Fernbedienung, die eigentlich für die Funksteckdose zuständig war, abgefangen und mit einem eigenen Sender reproduziert. Und da die meisten Handys nicht über einen Funksender verfügen, um die Funksteckdose anzusteuern, haben wir das gelöst, indem wir auf einem Node MCU einen Server programmiert haben. Und dieser Node MCU ist mit einem Funksender gekoppelt. Und per HTTP-Request kann dann die Handy-App auf diesen Server zugreifen und halt über den Node MCU die Steckdose an- und ausschalten. Ja, genau. Ich zeige euch einmal die App. Und zwar haben wir, ja. Und zwar haben wir einfach einen Startscreen hier. Da kann man die aktuelle Akkuladung des Handys einmal sehen. Und dann kann man halt sagen, ich möchte mein Handy bis so und so viel geladen haben und den Ladevorgang starten. Genau. Und in den Einstellungen könnte man jetzt noch Steckdose an- ausschalten oder die IP-Adresse ändern. Dann haben wir außerdem noch eine Weckerfunktion eingebaut. Wenn man beispielsweise weiß, dass man unter der Woche jeden Tag um 7 Uhr aufsteht und möchte, dass um 7 Uhr das Handy voll geladen ist, kann man da einen Wecker entsprechend einstellen. Dann wird das Handy eben so geladen und kann das so auf die Wochentage spezialisieren. Und zur App allgemein, wir haben die mit Ionic gebaut. Das ist ein Framework, was auf Cordova basiert. Das heißt, das Ganze ist Cross-Plattform. Wir haben im Prinzip eine mobile Website entwickelt. Und so läuft das Ganze auf iOS, Android und, was natürlich alle immer brauchen, Windows Phone. Genau. Ich zeige euch jetzt mal, wie das funktioniert. Praktisch. Wir haben jetzt hier Emulator am Laufen, weil wir können natürlich ein Handy jetzt nicht 20 Minuten vorlangen lassen bei uns. Und deswegen haben wir hier eine Lampe angeschlossen, die das Ladegerät darstellen soll. Und ja, da geht man einfach hin, sagt, ich möchte jetzt so 80% haben oder 79 und sagt, man möchte den Ladevorgang starten. Dann startet das Ladegerät und jetzt, sobald man jetzt mit dem Handy jetzt diesen Akkustand erreicht, wird automatisch abgeschaltet. Genau, funktioniert. Für unser Plexiglas-Gehäuse haben wir uns InShape beigebracht. Das ist eine 3D-Modeling-Software. Und das ganze Gehäuse hier kann ohne Kleber mit nur einer Schraube halten. Hier sieht man die hinten.